Zurück in der Story, raus aus dem Dungeon, hinein ins Abenteuer. Und wir befinden uns in Löwenstein und sollen einen kleinen Komplott aufdecken. Sputti, Sky, Vance, die alte Crew am Start und Corporal, du darfst starten. Verdächtige Aktivitäten, Stufe 60. Kommt man nicht Sky auch noch annehmen? Wir kommen eigentlich relativ schnell durch das Let's Play, ne? Also ich Ja. bin sehr begeistert bisher. Das wird Ohne spannend. Dungeons wären wir wahrscheinlich Thema schon Living fertig. Story Teil 1 hinbekommen dann. Weil ein paar Sachen können wir ja nachschauen, ein paar Kleinigkeiten. Was denn? Twilight Arbor zum Beispiel. Gott, Alter, die in ihn, ne? Ja, gehört halt mit dazu. Ich geh mal nach oben. Alter, das ist schrecklich, das Ding. Muss ich erst in den Schrank schauen, im Ernst, und dann aufs Bett. Dann kann ich erst auf den Schreibtisch, wo das verdächtige Buch liegt. Oh. Gefangene Kreaturen. Felsenhunde, Briesenreiter und Skelk. Verkaufte Kreatur. Ruftlinge aus Askalon. Lichtbringer, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Natürlich findet er das Wichtigste, ne? Eingestürzter Tunnel, hauen wir den mal weg. Die Arbeit müssen schließlich wieder wir übernehmen. Und überall sind tote Viecher. Und verrückte Viecher. Das ist wahrscheinlich der Typ aus der Arena von, ne? Naja. Yang Eisen hat mit seinen Tieren große Gladiatorenkämpfe ausgerichtet. Er soll sogar einige der alten Klinge des Schicksalskämpfe finanziert also haben. Also es ist nicht direkt der aus dem Hier Buch, muss aber... Yang seine Monster gehalten okay. haben. Das war ein Norn. Ausgezeichnet versorgt. Besser als seine Mitarbeiter, so viel ist sicher. Aber keine Spur von ihm. Würde er all diese Tiere dem Hungertod überlassen? Vielleicht hat er keine Wahl. Niemals. Wie ich schon sagte, Yang waren seine Tiere lieber als seinesgleichen. Er war immer auf der Suche nach neuen Kreaturen. Also ist er nicht böse, sondern Würde tot. Würde mich nicht überraschen, wenn er endlich eine gefunden hätte, die er nicht zähmen konnte. Gut möglich. Vielleicht finden wir in den Käfigen einen Hinweis auf seinen Verbleib. Oh, Basilisken! Ratschenbären! Rattenbär! Waldhundi! Verschlinger! Was? Skype. Verschlinger? Was? 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 Oh, Zerstörer! Ja gut, wenn du halt verrückte Kreaturen willst, was bietet sich da besser an, ne? Als Zerstörer? Hm. Boom! Was haben wir da? Noch mehr Briesenreiter. Die zerplatzen ja hier. Oh ja. Noch mehr Waldhunde und Skelke. Aber und der Doljak. Aber Doljak lasst uns in Frieden. Alex ist versteinert. Mach ihn platt. Also langsam sind die Mobs hier aber auch keine One-Hit mehr. Aber 2 Hits. Und da ist der Leichnam. Leiche. Versuchen wir sie mal. Das ist er. Das ist Yang Eisen. Mann, sieht der übel aus. Er ist noch nicht lange tot. Vorsicht. Ich krieg Angst. Was ihn getötet hat, könnte doch. Da. By Ogden's Hammer. What savings? Oh, Gott, Rabe hat uns subscribed. Wieso tut Rabe das? Hat er zu viel Geld? Was, Rabe? Mach so einen Scheiß nicht. Oder ist doch Rabenbrot, ja. Rabe. Ja. Danke dir, Rabe. Vielen Dank, aber er hat wahrscheinlich aus Versehen, er hat wahrscheinlich versehen draufgedrückt aus Versehen, wusste nicht, Ach was passiert. So. Was kommt eigentlich, wenn jemand subscribt für einen Sound? Bei Ogden's Hammer What Savings. Oh. Ich hab wieder keinen Dialog. Jetzt hab ich. Orianisch. Das Monster war aus Orr. Das darf nicht sein. Nicht hier. Nicht in Löwenstein. Nein! Beruhigt euch. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Es ist wirklich selten. So eine Art Spezialspeer. Bei meiner Arbeit im Archiv habe ich über die einzige weitere Sichtung gelesen. Lichtbringerin. Dieses Exemplar wurde im Trollhafen gesichtet, kurz bevor Saitans die Woher weiß Stadt er das? Zerstörten. Saitan schickt sie nur, wenn er gleich danach seine ganze Armee losschickt. Löwenstein ist in Gefahr. Tybalt, seid ihr euch da absolut sicher? Vertraut mir. Wir müssen die Löwengarde warnen. Trefft mich in ihrer Festung auf der Clowninsel. Und hoffen wir, dass wir nicht zu spät kommen. Was ist auf der Clowninsel? Die Clowninselfestung liegt im Hafen von Löwenstein. Sie ist die letzte Bastion gegen Invasionen vom Ozean her.
Sollte Saitan die Stadt angreifen, müssen... Das erinnert mich so ein bisschen an... Ach nee, ich möchte keinen One-Piece-Spoiler hier machen. Okay. Dann geht's also auf zur... Oder geht's Richtung Klaueninsel. Jo. Die letzte Bastion vor Löwenstein. Ich möchte da nicht hin. Ich möchte es eigentlich auch nicht mehr erleben, aber... Das ist so dramatisch. Ich möchte da hin. Keine Spoiler. Und wo startet man denn die Mission? Ach, da unten am Leuchtturm, ne? Oder ehemals Leuchtturm. Naja. Instanz nicht wirklich. Schlacht auf der Klaueninsel. Das ist eigentlich schon ein Spoiler, der Name irgendwie. Ja. Der sein. Ja, Piraten einfach nur waren. Sieht man ja. Ja, Piraten. Ich frag mich ja, warum man einfach hier zur Hauptfestung geht und nicht einfach zur Vertretung in Löwenstein. Zum Wachkommandanten. Überzeugen wir ihn, die Abwehr bereit zu machen. Na gut, vielleicht deswegen die Abwehr bereit zu machen. Ja, es sollte halt sofort losgehen, ne? Kommandeur Talon, Ehrenklaue. Es riecht seltsam. Riecht ihr das auch? Ja, liegt an den Asuras hier. Nein, aber irgendwie juckt es mich ständig im Nacken. Gefällt mir. Ach ja, das erste Mal treffen wir ihn. Trahan! Das alte Wintergemüse. Gründlichst studiert. Die Orianer werden hier angreifen, auf der Klaueninsel. Bring ihn um! Jetzt haben wir die Chance dazu. Und woher weiß er das? Er hat's im Urin. Es ist Gott. Blattläuse, die ihm das flüstern. Auch Mary Sue. Treffbach, Kommandant Talon. Wir haben schlimme Nachrichten. Einer von Saitans Dienern ist in die Stadt eingedrungen. Wir haben ihn vernichtet. Aber die Kreatur war wohl nur der Speer einer größeren Streitmacht. Ein Angriff steht kurz bevor. Ein was? Das ist extrem unwahrscheinlich. Wir haben keine Anzeichen. Hör doch mal deinen Leuten zu, die alle reden über Anzeichen. Würden wir es wissen. Tybalt Linkeprank? Seid ihr es wirklich, mein Freund? Hätte ich mir ja denken können, doch jede dass der Orden die Gefahr erkennt. Großes Zahnrad zu hören. Wir haben Glück, dass ihr auf der Insel seid. Macht diesem Burschen klar, dass wir es ernst meinen. Aber zuerst lasst mich euch meinen Partner vorstellen. Einen der treuesten Freunde, die ich je hatte. Hi. Lichtbringerin, das ist Trahan, ein Erstgeborener der Silvari. Er ist Tyrias führender Gelehrter, was Saitan und Orr betrifft. Und ein Freund des Ordens. Eine Flotte Totenschiffe ist von der Meerenge der Verwüstung aus in See gestochen. Die auferstandenen Segeln getarnt. Was ihr da auch gesehen habt, es kann keine Bedrohung sein. Die Klaueninsel hält jedem Angriff stand. Ihr solltet mit Brack und Mira sprechen. Wenn ihr unsere Verteidigungsanlagen gesehen habt, dürft ihr euch klar sein, dass es nichts zu fürchten gibt. Seht mal, Trahan, ich bin draußen auf einer Mission. Endlich, Feldagent. Glückwunsch, Tybalt. Ich weiß, ihr habt euch das gewünscht. Darf ich ihm den Hals umdrehen, bitte? Ihr seht schon ganz welk aus. Es tut sehr gut, euch zu sehen. Brenn! Brenn, dumme Pflanze! Brenn! Dabei könnte man jetzt erklären, was der sogenannte Trahan-Fehler ist, den ArenaNet gemacht hat. Nein, das machen wir im Verlauf der Geschichte, weil es jeder merken wird, was der Trahan-Fehler war. Dass er völlig overpowered ist. Also, die erste Sache ist, wir kennen ihn nicht. Es liegt etwas Eisiges in der Luft. Und wir wissen auch, erfahren auch nie, woher er erfahren hat, dass hier die Orianer kommen sollen. Hä, er ist der führende Gelehrte auf dem Gebiet zu Lehrerin Orr und war selbst in Orr unterwegs. Daher weiß er das. Ja, gut, aber er weiß es ja eigentlich aus der Silvari-Story. Nein, er ist Saitan, eindeutig. Grund, warum Tequattel stark ist. Das wird kein einfacher Ausritt. Er belebt nachts nun dann wieder töten. Massaker! Willkommen zur Strandpatrouille, der gefährlichsten Truppe hier. Ein massiver Angriff aus Orr steht bevor. Vier Leute. Ihr müsst eure Soldaten vorbereiten. Vier Leute. Sollten wir fallen, sollen wir die drei Signalfeuer entzünden, damit Löwenstein weiß, dass die... Hätten wir das nicht gewusst, ne? Hätten wir echt Probleme gehabt. Nicht gebrannt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich drei Leuchtfeuer anmachen muss. Mira, gebt Alarm! Es sind Untote am Strand. Wenn es tatsächlich eine Invasion gibt, brauchen wir jeden auf der Insel, um die Stellung zu halten. Ja. Ihr kennt viel zu spät. Aber das ist doch immer diese Arroganz der Menschen, oder? Und Char und überhaupt allen.
Die Guten sind immer zu arrogant und die Bösen sind noch arroganter. Wenn Leute nicht arrogant wären, würde so viel nicht passieren. Sagtet ihr nicht, dass Killer bedeutet Angriff? Ein Scheinangriff. Sie prüfen unsere Abwehr. Lass die Stürme rasen. Rufe die Winde. Geht zu Wachkommandant Talon. Alle sollen sich bereit machen. Ich habe die Wesen von Ort. Viel zu wenig Untote, gibt mir mehr. Glaubt ihr, der Kommandeur wird jetzt auf mein Schwert durchstellt? Glaubt ihr, der Kommandeur wird jetzt auf uns hören? Nein. Hat uns ja kaum außer Atem gebracht. Wir könnten ihn umbringen und selbst Kommandeur werden. Ne, halt, macht jemand anders. Das Meer. Ihr seid Gelehrter, kein da General. Warum sollten wir euch vertrauen? Deswegen, Achtung, fertig. Hallo. Wow, wie das Segel noch eben kann, Schiffe wenn es so aus dem Wasser kommt. Sind so sexy. Sie katapultieren abscheulich. Achtung, Fische! So, okay, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ein paar gehen nach links, ein paar gehen nach rechts. Ich gehe mal nach rechts. Ich habe das hier noch nie in der Gruppe gemacht, glaube ich. Ich habe Traherne dabei, mir kann nichts passieren. Das wird nicht gut aus, das wird nicht gut gehen. Famous last words. Wir müssen zu Van schnell, wir müssen sehen, was Traherne hören kann. Ne? Damit jeder weiß, wie toll er ist. Schaut mir mal den da hinten. Eigentlich, ganz ehrlich, jetzt wo wir hier zu fünft sind, kann noch nichts mehr passieren, oder? Ich meine, wir besiegen am Ende Seitan auch nicht mit mehr Leuten. Spoiler, aber wir sind doch jetzt noch nicht Stufe 80. Ja, aber ich bin trotzdem schon allmächtig. Oh, ich will Mira tragen. Hier, ich bin Gentleman. Du bist allmächtig minus 1, weil Traherne ist plus 1. Ich kriege gerade einen Whisper in-game, dass wir in diesem Let's Play unbedingt zeigen sollen, warum Traherne das Letzte ist auf der Welt. Ja, das werden wir. Ich glaube, das kann er automatisch alleine machen. Ja, keine Sorge, wir fleben, hundertprozentig sicher. Traherne wird keinen Wenn ihr auf 1 euch verlassen könnt, dann das. Fiora Monolith. Keine Ahnung, ich kann den Accountnamen gerade nicht sehen. Macht ja nichts, auf jeden Fall Glück, du bist im Stream. Und ja. Ich reib hier mal mich an Mira. Ich kriege gerade ein Hurra gewispert. Aber kein Blümchen mehr. Aua, die Untoten treten mich. Aua, hallo. Aua, ey, ich bin genockt. Hilfe. Ah, die bringen mich um. Lass mal Vance helfen gehen, der kann wieder nicht alleine regeln irgendwie. Lass mal die Asura hier machen, wie immer. Gott, ey. Echt mal. Blöde Bokas, Bukas und was auch immer. Kannst du es ja nicht mal richtig aussprechen. Buka ist ja wohl jetzt nicht so schwer auszusprechen. Ah. Wir reden hier Deutsch, Boka. Du bist ein Boka. Du bist Boka. Guck mal hier, so ein Sturmelementar, da machen wir hier mal ein bisschen hier, Party. Hier, Fußtritt des Todes. Hat ist lange schon gefallen. Damit Löwenstein denkt, wir haben verloren? Nein. Wir haben Schlimmeres überstanden. Geht ans Trebuchet. Auf den Totenschiff im Hafen ist Oh, das könnte peinlich werden. Wieso? Musst du jetzt Trebuchet schießen? Ja. Und traust es dir nicht zu? Dann zeig mal ja. So, okay, drehen wir das Ding ein bisschen. Ne, das war ein Stück zu weit. WVW ist schon eine Weile her. Sagen wir mal so. Und? Ja? Ja? Ich werde schneller. Ein bisschen weiter. Vorsicht, da kommt ein Fisch geflogen. Dodge Roll! Oh, da kommt in meine Richtung. Nein! Nennt sich heilig. Und. Wann kommt er runter? Ja, jetzt kommt er runter. Zack! Und weg damit! Glückstreffer, eindeutig. Versenkt! Ja. Hallo! Okay, ich glaube, das kriege ich nicht hin.
Wo sind deine WVW-Skills, Vance? Die habe ich auf ABBA gelassen. Ach, jetzt ist ja plötzlich auch hier das ganze Ding hier verseucht, ne? Das ist kein normaler Angriff. Wir halten nicht stand. Wir sind verloren. Oh, diese Blitzmerkerin. Fast fertig. Sie hält stand. Kämpft bis zum letzten Mast. Zum letzten Schwert. Wir werden uns nie ergeben. Boom, genau, das sind immer die Fehler. Ja? Sanitäter. Wir brauchen einen Sanitäter hier drüben. Kommandant Talon, haltet durch. Das wird schon wieder. Still, Mira. Soldaten brauchen keine Lügen. Zieht euch in die Stadt zurück. Sagt dem Kommodore, wir haben getan, was wir konnten. Und das war nicht viel. Zu Befehl, Kommandeur. Was hätten sie ohne uns gemacht? Ich schwöre euch, es ist noch nicht vorbei. Ja. Mira, die Insel ist verloren. Wir müssen die Löwengarde evakuieren und das Feuer der Wachtürme entzünden, um die Stadt zu warnen. Nein. Mit den auferstandenen Bestien auf den Fersen schafft ihr es nie bis zum Leuchtfeuer. Wir müssen uns den Weg zurück freikämpfen. Die Löwengarde wird im Hof letzten Widerstand leisten. Ihr versucht, den Turm zu erreichen. Wenn die Götter wollen, sind die Auferstandenen zu beschäftigt mit uns, um euch aufzuhalten. Eure Tapferkeit ist sehr lobenswert, Unterkonstablerin Mira. Aber eure Soldaten werden eine längere Schlacht gegen so viele Untote nicht überstehen. Oh, der Realist. Jeder Löwengardist hat die Pflicht, zum Schutze der Stadt sein Leben zu opfern. Wenn es nötig ist, werden wir genau das tun. Wir sammeln uns im Hof. Ist auch verstanden, die Grobian hier unser Kommando? Das letzte Gefecht. Aus Wunden wird Feuer. Warte mal, lass mich auch mit hoch zum Turm. Ich bin ja hier die Kamera quasi. Ich wollte mich angreifen. Ja, ich bin schon im Weg. Aber wie du das Feuer ohne mich entzündest. Wer hat die anderen Türme aktiviert? Das war ich. Ich habe eine Fernbedienung hier oben gefunden. Ah, ja, ja, Magie, ne? Ja, ja. Ach, jetzt weiß ich, warum Rabe wollte nur den Quark anhaben, deswegen hat er subscribed. Au, jetzt haben sie mich getroffen. Ich rette dich. Ich rotte währenddessen hier so eine ganze Armee Untote aus. Hab viel Spaß. Wir sind ja eh keine Gefahr. Im Prinzip würden wir die Armee doch hier alleine umrotzen, wir vier hier. Guck mal, was steht denn da unten? Das ist doch nix, oder? Rein da! Erinnert mich an Guild Wars 1, irgendwie. Ganz große Schar-Offensive in Ascalon. Oh ja. Fünf Stück. Schleichwerbung fürs erste Let's Play. Irgendwie, da konnte ich gegen die ganze Char-Armee anheilen. Mit dem Monk. Zack! Lassen wir euch alle mal ein bisschen durch die Gegend hier. Wir sammeln die mal alle auf einer Stelle und dann machen wir hier mal Brutzelfest. Ich brauche ein Gegengift. Zack, 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 zack. Boom! Ich sehe was du nicht siehst, und das ist ein Vogel. Das ist aber ein großer Vogel! Der Quartets Mutter! Das ist ein Haustier! Der Quartets Mutter! Der Quartel Nummer 1! Deine Mutter ist so hässlich wie der Quartets Mutter! Oh, ich glaube, wir sollen hier weg. Ich kann nicht sehen! Was gibt dir den Hinweis, dass du hier weg sollst? Der fiel in diese Richtung. Oh, jetzt ganz traurig sein. Die Diener des Drachen werden unsere Schiffe nie segeln lassen. Wenn sie die Docks umzingeln, metzeln sie uns nieder. Und Saitans Streitkräfte wachsen weiter. Unsere Soldaten sind schwer mitgenommen. Sie können kaum laufen. Wir können uns nicht um die Abwehr kümmern und gleichzeitig alle an Bord bringen. Ich habe nicht immer tapfer gelebt, aber ich glaube, ich würde gern so sterben. Was? Tybalt, was habt ihr denn vor? Nachdem ich meine Hand verloren hatte, ging ich zum Orden der Gerüchte, weil die Char mich für nutzlos erklärten.
Wer braucht schon einen angeschlagenen Techniker? Ich sagte, ich wollte gegen die Drachen kämpfen und das tat ich. Aber dann habe ich 6 Jahre als Forscher gearbeitet und habe mich meinen Ängsten nie gestellt. Hab's nicht einmal versucht. Keiner glaubte, dass ich Mut hatte. Nicht einmal ich. Und dann kamt ihr. Ihr habt mir vertraut. Und ich brauche euer Vertrauen auch jetzt. Ich werde das schaffen. Geht. Für Diskussionen ist jetzt keine Zeit. Glaubt mir einfach. Was hat er eigentlich unter der rechten Hand? Ich habe im Leben schon viel falsch gemacht. Aber diese eine Sache werde ich richtig machen. Nein. Du sollst sie nicht haben. Kommst du weg? Das ist Arena, ne? Die besten Charaktere werden immer verheizt und scheiß Leute wie dran bleiben, ey. Boom! Haha! Rache! Rache! Ja. Brutzel, 1, 2 und boom und boom und boom und boom und boom! Für Typ alt! Für die Äpfel! Also Menschenfleisch. Menschenfleisch! Für das Menschenfleisch! Und du kriegst einen mit. Jetzt haben wir gar nicht zusammen Menschenfleischwein getrunken in der Taverne in Löwenstein. Ach ja, wir haben kein Menschenfleischwein getrunken. Das macht mich traurig. Menschenfleischsaft, super. Dungbreche. Ich vermisse es überall. Ich habe ihn geliebt. Wie mein Bruder. Die zwei Abende mit ihm waren so schön. Ja, das war so unglaublich intensiv. Jetzt segeln wir davon. In einer ungewissen Zukunft. Way. Irgendwas. Time to say goodbye. Und mit diesen traurigen Worten verabschieden wir uns für unsere YouTube, verabschieden wir uns von unseren YouTube-Zuschauern für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, auch die traurige Szene zum Schluss, denkt das Like, den zu abonnieren und besucht uns auf gatenews.de. Wir hören und sehen uns wieder zur nächsten Ausgabe. See ya, Nerds. Bye. Ist einfach zu traurig.